Erkenne ich, auf wen sie denn zuschlagen möchte? Befreiungsschlag. Beide. Okay, nee, dann behalte ich mir meine Parade auch auf. Alles klar, dann kommt Könnte jetzt. ich mich mit freien Aktionen außer Reichweite bewegen? Weil ich kann 3 Schritte mit Ja, freien im Prinzip Aktionen. schon, aber dann bewegt sie sich mit 3 freien Aktionen ebenso auf dich zu. Ja, okay, dann ist Okay. dieser Rune aus dem Schneider. Nein. Die kann nicht beide kriegen, nicht mit 3 Metern. Ja, Und der dann kannst du Guardianum ist jetzt die größer, erste, du kannst die oder? erste Aktion machen, also es geht, aber. Guardianum ist genau 3 Meter im Durchmesser. Warte, im Nee, Radius. Radius Im meine ich. Radius. Also doppelt so groß. Also, was willst du tun? Ja, dann mache ich das. Ein Mit ein Schritt? bisschen. 3. Drei, alles klar, dann stehst du nicht mehr im Guardianum dran. Hinweis für den Zant, denn der ist auch noch dran. Dann kommt jetzt der Befreiungsschlag. Das ist an sich gar nicht so wild, weil sie würfelt. Ich gucke gerade mal. Sie hat ihn gewaffenmeistert. Normalerweise hat sie einen Angriffswert von 23. Dann durch den Waffenmeister ist sie effektiv auf der 27, muss ihn aber nur noch gegen eine Person führen. Das heißt, sie ist wieder auf der 23. Sie gibt sich eine Komm, 8. Finte 8. Finte 8 Befreiungsschlag nur auf Isauren. Puh. Gibt es für den Befreiungsschlag noch irgendeinen Modifikator für meine Parade? Das Nein. gucken wir uns gleich an. Nein, gibt es nicht. Du Versuche einmal wirst zu zum parieren, es passiert. Parieren gezwungen. Wenn du nicht zurückweichen kannst, bekommst du 1W6 Zusatzschaden. Das wäre dann auch sehr ungünstig. Es passieren Nee, erst ich schlimme möchte Dinge, wenn du nicht ja. parierst. Ich möchte ja parieren. Das Ja. heißt eine +8er-Parade. So. Ja, nee, ich werde halt trotzdem getroffen. Dann machst du jetzt Ja. eine Kacke. Also erstmal nimmst du Schaden. Genau, dann bekommst du erst den Schaden. Du hast Und dann ist es. 0,0 Rüstung an, oder? Sie hat sich keinen Armatrotz Ich. gezaubert. Nee. Also, ich konnte ja unter dieser Amazonenrüstung auch nicht meinen normalen Kram anziehen. Wen ist ein Elf in den Schildarmen? Das wird eine Wunde sein. Ja, das ist eine Wunde. Und dann machst du eine KK-Probe. Sie ist erschwert, wenn den Schaden über deiner KK, also um 0. Und weil es nur eine Finte war und kein Wuchtschlag, ist die KK-Probe nicht weiter erschwert. So, dann verlierst du 1W6 Inni, bleibst aber stehen. Du wirst trotzdem eine DK zurückgedrängt. Ich weiß nicht, ob das mit der Wand noch drin ist. Ist noch drin, jetzt aber danach nicht mehr. Also dann seid ihr jetzt auch an der Wand. Zulamit steht nicht im Guardianum, kann nicht weiter zurückweichen. Isorun kann nicht zurückweichen, hat aber ein Guardianum. Dann. Zulamin hat noch eine Aktion über. Nein, Doch. doch eine Parade, du hast recht. Ich überlege gerade, ist damit ihr. Genau, sie hat sich umgedreht, sie hat ihre Waffe gezogen und sie hat Befreiungsgeschlagt. Das Gute ist, Zulamin ist jetzt in ihrem Rücken. Stopp! Dann bekommt sie durch eine bluttrinkende Waffe 11 TP hat sie gemacht, die Hälfte bekommt sie zurück, also 6 TP bekommt sie durch Iserons Blut zurück. Dieser Rund muss noch eine Selbstbeherrschung erschwert um 2 oder 3 ablegen. Genau, Selbstbeherrschung, um die Wunde Was zu hatte die noch ignorieren. mal? 11 hatte sie. 11, also um 2. Ist die Königin dann damit durch? Ja. Dann noch eine um 4. Dann gucke ich gerade mal, wie der Zand reagiert. Der ist nämlich nicht in Raserei. Du darfst die Wunde ignorieren. Ich mag es, wenn du Soufflöse spielst. Irgendwer muss ja. Ich habe gerade andere Und Sachen im Kopf. der Zand würde ganz gerne auf denjenigen zustimmen, der nicht im Guardianum ist, also auf Zulamin. Hat wie gesagt ein Horn auf dem Kopf und ist damit besonders, macht einen Sprungangriff. Mit einem Biss. Seine Herrin hat keine Aktion mehr, richtig? Korrekt. Dann wäre es, glaube ich, sinniger, statt zu parieren, wieder in den Guardianum zu gehen. Mit einer Aktion Position? Ich Oder nehme mit an, einem dass es da. Sturmangriff? Nein, das geht nicht, da brauchst du die Parade Du für. brauchst 4 Schritt Entfernung zu ihr, die du nicht hast. Ich habe auch keinen Sturmangriff, aber ich kann in den Guardianum treten und sie nochmal schlagen. Und bin besser Nein, dran, als kannst wenn du ich nicht. Du draußen bist drei bleibe. Schritt von ihr Aber sie hat zurückgegangen. vier freie Aktionen. Sie kann also auf DKS herangehen und sie dann mit einer 6 Erschwernis schlagen. Nee. Nein, ich habe keine 4 freien Aktionen, ich habe nur 3. Ach, Das du heißt, bist ich auf bin. 30, nicht auf Ja, 31. das ist schade, Ja. aber ich benutze meine Also der Aktion, um wieder in Zand den kommt auf dich Guardianum zu zugesprintet gehen. und würde jetzt vor dir stehen. Er kann zwar nicht zubeißen, aber er würde vor dir stehen. Willst du was tun? Er ist dann durch diese Runde, Das oder weißt du wie? nicht. Ja, dann gehe ich in den Guardianum zurück. Mit einer Aktion Schritt. Ja. Gut.
dann kommt die Pranke auf den Guardianum, denn er hat noch eine dritte Aktion und die würde gelingen, sind 8 dämonische Schildpunkte, also sind 2. Also 2 weg. 2 weg, genau. Okay. Dann schauen wir uns gleichzeitig Abelmi an, der in der Gasse geblitzt hat. Imgiri, Tuvash Tulamok. Ich habe die 12 ZFP gewürfelt. Ja, habe ich gesehen. Er schreit einmal auf und sticht blind nach dir. Mit einer Attacke plus 8. Wie weit bin ich denn von ihr weg? Ja, du bist auf ihn zugegangen. Ja, ist die Frage, wie lang die gegangen? Gut, er leidet aber wie nach ZFP. Ja, also wie gesagt, er ist blind. Wie viel, halt... Inni hat der Mann denn? Okay, das gucke ich mir auch mal an. Und wie viel ZFW hat Abel mir? Er verliert 12 ZFP, wie gesagt. Na, wie viel ZFW hast du? 16. Okay, wenn der Mann eine Inni von 16 oder weniger hat, kann er nämlich nicht angreifen. Er hat mehr als 16. Er hat eine 6 gewürfelt und bei sowas wie, weiß ich nicht, Grund 18 plus 6 reicht also. Ja, er würde ein paar Schritte auf dich zutreten und, also mit seinen freien Aktionen auf dich zutreten und dann zustechen blind. Würde er auch treffen. Hast du dein Säbel schon in der Hand? Nein. Du dann lagst eben im Matsch. Wie lag ich im Matsch? Du hast eben mit Jalan geredet, da war noch nichts. Von dem Säbel war keine Rede. Warum liege ich im Matsch dabei? Weil das Fenster sehr weit unten ist. Und deswegen muss ich im Matsch liegen? Nein, du hast dich abgekniet im Matsch, du hattest dein Säbel nicht gezogen. Darf ich ausweichen zu versuchen? Ja, natürlich, ausweichen kannst du. Kannst auch parieren, aber dann eben waffenlos. Und wirst getroffen von 1W6 plus 5. Für 6 TP. Hm? Hast du eine Rüstung an? Natürlich will ich eine Rüstung an. In den Kopf, doppelter Schaden. Oh. Du hast einen Chip. Ja, würde ich würfeln. Den Chip mal einsetzen. Für jetzt die Trefferzone oder? Für den Schaden. Für die Parade, dachte ich. Musst du entscheiden, ich weiß nicht, was besser ist. Trefferzone ist besser. Nee, Trefferzone ist besser, glaube ich, ja. Linkes Bein. Was hat er an Rüstung? 6 Schadenspunkte. Trefferpunkte. Nee, Trefferpunkte. 6 Trefferpunkte. Minus Rüstung. Ich guck gerade mal. Du hast eigentlich deine Borbara-Trober. Ist doch ganz egal. Das sind ein paar. Gut, dann kriegst du Schadenspunkte. Das ist seine Aktion gewesen. Ansonsten hat er halt nur noch eine. Aber er hat noch nicht um Hilfe geschrien. Noch nicht. Ja, Lando, hörst das. Ein Kampf entbrennt. Ich war noch nie darin, still zu sitzen. Aber sollte ich? Adler hat gesagt, sitz still, warte. Was wäre vielleicht da? Gerechtigkeitshorn? Selbstsucht. Wäre nicht gelungen. Dann bleibst du still sitzen. Ja. Ich warte ab. Ja, aber mir würde ich schon retten, so wie er es die letzten Mal schon getan hatte. Und während du wartest, kannst du wohl ein weiteres Geräusch hören, und zwar wieder von der Treppe. Irgendjemand kommt. Zwei Personen. Ich setze mich dann wieder hin. Mhm. Schwere Stiefel und sehr leichte Grazile. Es riecht nach Rosen. Und dann kannst du sehen, wie Baron Elgor von Vikrath, der Prälat-Oberst, hereinkommt, gemeinsam mit einer Elfe, die du schon kennst. Azarel Scharlachkraut. Ich weiß nicht, ob ich lächeln oder weinen soll. Ich tue ein bisschen von beidem, denke ich. Drücke eine einzelne Träne aus dem linken Auge. Derweil erreichen Rafim und Boltax durch den Schlamm spritzend, aber sehr leise die drei Kutschen. Und Lessankan immer noch beim Fressen. Ihr begutachtet die Leute neben euch. Wie auch immer ihr es geschafft habt, vielleicht mit einem Segen von Hesinde. Die Drakoniterin wird sicherlich irgendwas getan haben. Vielleicht kann sie auch zaubern, ihr wisst es nicht. Aber jetzt ist es nur noch an euch, ein Gold-Djinn zu rufen oder etwas anderes zu tun. Lessankan zu köpfen. Rafim, du denkst zurück, wie du Rassasor enthauptet hast. Ich würde gerne nochmal versuchen, den Trank zu trinken. Ich würfel auch gerne wieder auf Gier, aber... Ey, ansonsten schaffe ich es halt nicht hier. Du kannst ihn trinken. Alles, was du tust, ist danach um Gier erschwert. Gut, das würde sich tatsächlich nichts nehmen, außer dass ich keine Lebenspunkte verliere. Ja, also, okay, kein Problem. 13er,
Dann kannst du ihn, in der Zeit kannst du ihn getrunken haben. Würfel gerne die ZFP bzw. die ASP aus. Wie viele waren das denn? War das ein D- oder ein C-Trank? Sarun, was war das für einer, den du mir gegeben hattest? 3W6 plus 3. 3W6 plus 3, also ist klar. 11. Oh, damit kann ich trotzdem immer noch nichts rufen. Ja. Du könntest das shippen. Nein. Ach, Quatsch. Wieso nicht? Du hast eine 1 und eine 2 gewürfelt. Na gut, stimmt. Ja, komm. Wofür immer sind die natürlich Schicksalspunkte sonst da? Das immer gibt's natürlich andererseits immer. 3 Einsen. Ja. Komm, na, ich schippe den. Das Pharrell Willis. Wahrheit kommt wieder. Das gleiche Ergebnis. Wahrheit kommt wieder. Ja, ach, ist in Ordnung. Dann bin ich immerhin nicht mehr ganz ohne ASP. Und dann immerhin wieder... Du könntest auch Rafims Blut anzapfen und mit dem zaubern. Na, Blutmagie ist Blutmagie. Ändert nichts. Dann ruf einen verfluchten Goldelementar. Nee. Ich überleg mir irgendwas anderes. Ruf einen Balkabul. Vielleicht antwortet nein. Er. Nein. Du hast einen Draht zu seinem Chef. Ja, Rafim, du siehst, wie Boltak neben dir sitzt und zögert und jetzt ist es eigentlich an ihm oder an dir. Die anderen, der Widerschnittler, warten zumindest auf euch beide. Ja, ich warte darauf, dass Boltak den Djinn ruft. Ah, das wird hier nicht funktionieren. Ah, ja, dann müssen wir wieder gehen. Jetzt sind wir schon beim Gold. Wir können doch nicht ohne das Gold gehen. Vielleicht wird es da hinten dann besser funktionieren. Ja, aber wenn du dich dahin bewegst, wird der Drache dich fressen. Also ich gehe jetzt nicht zu diesen Kutschen hin, um dann gefressen zu werden. Das ist einfach Blödsinn. Das ist richtig. Hat natürlich gar keinen Sinn. Ja, also entweder du kannst irgendwas machen oder eben nicht. Also hier kann ich nichts machen. Alles. Ja, dann gehen wir. Das unterdrückt meine Kräfte hier ganz gewaltig. Oh nein. Nicht gut. Ja, ich würde die Gesindegewalt ansehen und die auf Attack mitteilen. Djinnruf nicht möglich. Wir sollten verschwinden. Sie schüttelt mit dem Kopf. Deswegen sind wir hier. Wir tun's auch ohne euch. Ja, dann stirbt ohne mich. Sie ballt die Hände zusammen und matscht dann weiter auf die Kutschen zu. Jetzt hat sie weniger Tarnung, ja fast keine Tarnung mehr. Und ebenso tun es die anderen Jäger und Sumpf und Matschkundigen ihr gleich. Ja, ich zeig auf Boltax. Wir müssen gehen. Ja. Wirklich. Schnell. Wir sollten jetzt auch nicht mehr versuchen zu schleichen, sondern sehr schnell, sehr weit weg. Ja, du hast ja noch deinen Zauber, sag ich mal, im Silenzium. Und dann mache ich mich mit Boltax auf die Füße und weg da. Okay. Also sofern der Silenzium noch wirkt, ich weiß es ja nicht. Nö, naja, also der Weg in Richtung des Lagers, das wird, auch wenn ihr ein Silenzium hattet, dann schneller vorangekommen seid, aber das wird definitiv mehr als 10 Minuten gedauert haben. Gut, dann will ich jetzt nochmal ein Silenzium für 10 Minuten probieren mit einer 13er Erschwernis. Ich lasse mir natürlich Zeit, dann sind es nur noch 10er Erschwernis. Beim Silenzium sich Zeit zu lassen, ist kein Problem. Und wieder für 10 Minuten, also für 2 ASP. Ja, nicht gelungen. Gut. Du versuchst die Matrix zu dehnen und zu beugen und merkst dann wohl, wie die Matrix von Lessankan selbst aufgesogen wird und er jetzt in eure Richtung guckt. Wir sollten rennen. Derweil bei Isarun und Zulamin. Isarun, du musst handeln. Stopp. Sie zieht vor und würde gerne ein weiteres Mal Befreiung schlagen. Ihr habt ein Problem, denn ihr könnt nicht weiter zurückweichen. Ihr müsstet quasi parieren, es sei denn, euch fällt etwas anderes ein. Zulamin kann vorziehen, ansonsten wird jetzt Befreiungsgeschlag gegen euch beide. Kann sie gegen jemanden Befreiung schlagen, der hinter ihr steht? Wieso? Aktuell steht niemand hinter ihr. Zulamin ist hinter ihr.
Nee, die ist wieder zurück zu Iserun in den Gardianum. Ja, klar, aber hinter die Frau. Nein, sie hat sich doch umgedreht. Sie hat eine Aktionposition aufgewandt, um sich umzudrehen, damit sie keine minus 5 mehr bekommt. Okay, das ist nicht wichtig. Ihr macht das schon. Ist regeltechnisch Ausweichen noch möglich? Also da, wo wir stehen, oder sagst du, dass das aufgrund unserer Position nicht mehr geht? Du kannst zur Seite ausweichen aus dem Gardianum raus. Ah, verstehe. Aber bisher hat nichts sie aufgehalten. Also wenn ich jetzt Schaden mache, bringt uns das nicht weiter, richtig? Sie blutet definitiv, auch wenn ihre Wunden gerade durch Iserons Blut wieder zuwachsen. Ja gut, dann versuche ich Schaden zu machen. Ich... Ja? Und das ist mindestens ein Angriff von der Seite, oder? Ja, minus 3. Mach den Braten bei der alten nicht fett. 3 Punkte sind 3 Punkte. Und überzahlen nicht mehr, weil der Zand jetzt drin ist. Zählt das, wenn der Zand außerhalb des Gardianums ist? Ja. Der kann ja in den Kampf nicht wirklich angreifen. Doch, es ist 2 gegen 2. Naja, okay. Also zu der Minsache an. 3. Buchschlag. 9, erleichtert um 3. Das ist gelungen. Schaden? Plus 9 sind 18. Ach so. Nee, 17, sorry. 17. Minus 18, 9, also genau auf der Wunschschwelle, denke ich. Ja. Mit 16, da konnte sie neu sein, ja. Plus 9. Also 9 Schaden. Dann ist sie bei 34 Schadenspunkten, die sie kassiert hat. Minus 6? Hab ich schon. Hälfte. Die Minus 6 hab ich schon. Ich rechne nur im Kopf mit. Dann kommt jetzt ein Befreiungsschlag gegen euch beide. Dieses Mal. Technisch gesehen darfst du bei mir vorher noch. Wenn sie will. Ja. Zweite Aktion? Die BHK-Aktion halt. Hast du. Nee, Iserun hat Dings verloren, ne? Initiative. Du nicht? Ja, einen Punkt. Ich bin jetzt bei 21. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, hat sie ja schon ordentlich Schaden gekriegt, dann drauf, weil sonst sind wir sowieso am Arsch. Ja, sie pariert. Nee, will sie nicht, kann sie nicht. Nee, sie pariert nicht, weil sie keinen Befreiungsschlag mehr machen kann. Dann hätte sie aber letzte Runde auch keinen machen können. Doch, weil sie keine Parade benutzt hat, sondern nur ihr Schwert gezogen hat. Verbraucht die Paradeaktion. Steht extra drin. Mir würdest du das nie durchgehen lassen, aber okay. Ich möchte das schippen, denke ich. Hast du noch einen? Ja, ich habe einen. Sonst ändert sich nichts. Sonst hast du gleich ein richtig großes Problem. Das ist der 10er Wuchtschlag. Das ist sehr, sehr kritisch. Das ist kein Patzer. Kein Patzer, aber du bekommst eine plus 7 auf die nächste Parade, Befreiungsschlag. Da ist er. Er ist eine plus 8, weil er gegen 2 Gegner geht. Dann bin ich auf der 19. Und ich mache einen Wuchtschlag 4. Das ist wichtig für die Körperkraftprobe. Ihr könnt den also ohne Erschwernis. Keine Finte dabei. Keine Finte, genau, aber sie schafft es nicht. Weil sie auf die 15 trifft. Nicht auf die 17. Das ist gut. Gut, ja. Kriegen die, ich weiß es gerade nicht, kriegen die jetzt einen Passierschlag? Nee, nur beim Sturmangriff, oder? Es ist eine Variante des Wuchtschlages, also nein. Okay. Ja, ich möchte umwandeln und zweimal angreifen. Bin ich schon dran oder ist Sulamin vor mir dran? Ich war schon zweimal. Ich glaube, dann kommst du. Ich überlege gerade, wenn der Befreiungsschlag nicht geklappt hat, kann ich dann parieren? Noch einmal? Du hast ja deine Parade aufgebraucht. Bei einer erfolgreichen Probe. Nein. Nee, er verbraucht die Paradeaktion, hast du selbst gesagt. Ja. Vor allem verbraucht er auch die Abwehraktion, nicht die Parade. Also, egal. Ja, okay. Na gut, dann macht. Ihr habt recht. Ihr steht, naja, verbraucht die Abwehraktion, steht drin. Scheiße. Au! Bam, der Crit! Iserun! Kein kritischer Erfolg, warum steht das da? Weil sie sich eine 12er Schwernis gegeben hat. Ah, und du triffst nicht auf die 11? Was ist denn? Du hast keinen Überzahlbonus? Nein, das sieht so aus. Dann ist es nur die halbe Parade, aber sie hat keine Parade mehr. Richtig. Und damit ist es. Ja, das ist einfach nur dann dein Wuchtschlagschaden. Och,
Was ein dämlicher Wurf. Ist das alles oder kommt da noch was zu? Trefferzone, Isarun, Kopf, ja, komm Trefferzone. Schon. Mach sie weg, one hit. Schade. Torso kriegst du wenigstens noch ein bisschen. 23 minus 8 sind 15 schon wieder. Das ist eine Wunde, das ist 1W6 Zusatzschaden, Isarun. Stimmt. 3. Ja. Denk dran, dass die Frau ab halber LEP erschweren, dass sie kriegt. Und dann ist, noch mal. Sie ist tot. Oh, okay. Kannst du die Szene beschreiben? Auch gerne mit dem Befreiungsschlag noch mit drin. Ja, die beiden Frauen Sulamin und Isarun stehen um die schwarze Amazonenkönigin herum. Die eine links, die andere rechts. Die schwarze Amazonenkönigin hat sich mit einem mächtigen Schwerthieb versucht, Luft zu schaffen. Ist dabei allerdings an einem der Stuhllehnen hängen geblieben und hat niemanden getroffen. Die Ablenkung der Klinge hat sich Isarun zunutze gemacht. Sie hat ausgeholt und der Königin mit einem mächtigen Hieb den Kopf in einem Schlag vom Körper getrennt. Ein bisschen Blut, ein bisschen Säure, was noch aus dem Rumpf spritzt, dann fällt sie rücklings hinter den Stuhl und du siehst und hörst das ekelhafte Schaben und Kratzen des Zantim, des Belzans, der an deinem magischen Schutzschild hindurch beißt, prangt. Sind 2 Schildpunkte, 2 Schildpunkte und nochmal 2 Schildpunkte. Wie viel hast du noch? Das waren jetzt insgesamt 6, ne? 6 in dieser und nochmal 2 aus der anderen. Okay, dann bin ich bei 10. Dann ist der Zand durch und ich habe noch eine Aktion. Dann würde ich den gerne durch den Schild hauen. Ich habe eine 4er Erschwernis, weil Klingentänzer. Und ja. Du hast noch die Erschwernis aus deiner letzten Ansage. Die hat sie gerade angerechnet. Sie kriegt nur die Hälfte der 7, weil sie Klingentänzer ist. Ah, okay. Genau. Dann lege ich da noch 2 drauf. Auf den Zand. Das war zu früh. Möchte der noch ausweichen oder sowas? Nee, kann er nicht. Er hat 3 Aktionen. Er hat alle zum Attackieren benutzt. Gut, das sind dann 15 auf den Zand. 15? Ja. Ja, okay, passt. Der Zand ist nicht frei. Der Zand ist nicht frei? Wird der Zand jetzt nicht frei? Fragezeichen. Im Prinzip, ja, es ist ein Gehörnter, kann sein, aber... Weil sein Beherrscher tot ist. Ja, das ist richtig, aber das nächste Ziel, was jetzt gerade vor ihm ist, ihr mit einer Magiekundeprobe, wisst ihr das auch, Dämonologie zählt, wenn ihr jetzt verschwindet und würfelt erstmal eine Magiekundeprobe. Dann habt ihr hier einen gehörten Zand und die Magdalenata haben kein Gardianum. Ist euch beiden wohl klar. Ihr müsst ihn jetzt nicht tothauen, ihr könnt ihn tothauen. Wollt ihr? Ja, nee, ich kann ihn nicht tothauen, weil ich im Gardianum bin. Okay, das heißt, Tsunami müsste das so oder so machen. Weite. Genau. Ich würde jetzt sagen, komm, wir gehen zum Ausgang. Ja, ich bleibe schön bei Isarun. Und wir sammeln den Kopf ein, oder? Genau, wir sammeln den Kopf ein. Ich nehme den dann, damit du mit deinen beiden Schwertern bzw. Säbeln draufhauen kannst im Zurückweichen. Ich würde das auch taktisch geschickt machen. Das heißt, dann würde ich gerne Sulamin am Gürtel so mit mir führen, sodass sie dem Zand das Gesicht zuwenden kann. Und ich gehe dann auf die Tür zu und gucke, ob da irgendwer ist. Ja. Wenn du die Tür öffnest, kannst du sehen, wie Nakika Bärenfang dort steht und mit ihrem ausgestreckten Schwert auf die Gesindetreppe deutet. Flieht. Ich nicke ihr zu. Alarm! Eindringlinge! Brüllt sie und bleibt stehen. Ja. Währenddessen könnt ihr großes Getrappel hören, das über die Freitreppe nach oben strömt. Ihr könnt über die Gesindetreppe verschwinden. Derweil, wie sieht es bei Abel, mir und seinem Schwert Borberetz aus? Kann ich von drinnen direkt dem Relat Oberst zunicken? Oberst, hättet ihr wohl die Güte, euren Raufbeutel da draußen zur Raison zu rufen? Ich glaube, die hatten etwas zu viel. Verzeiht mein Herr, das würde ich sehr gerne tun, aber ich glaube, das kann ich noch nicht tun. Ja, versuch was wert. Sorry, Abel, mir.
Du bist auf dich allein gestellt. Derweil nickt die Azarel zu. Ja, Lan? Alakant. Aber mir. Was tust du? Ja, ich würde mir erstmal einen Säbel ziehen, erste Aktion. Ja. Er stochert wild nach dir. Er ist immer noch blind. Trifft er? Was hat der eigentlich für eine Inni jetzt immer noch? Frag ich mich. Ah, nee, das stimmt. Seine Inni ist ja auch gesenkt. Er würde gerne nach dir stechen. Du kannst vorziehen. Er hätte sogar getroffen. Möchtest du parieren? Dann sind sie gezogen. Komm, gegenhalten. Ich würde parieren. Ja. Gegenhalten. Ja, kling, kling. Zweite Aktion? Er hat keine zweite Aktion. Ich aber. Ja. Würde meine Armschilder links auslösen. Was ist da drin? Die umgekehrte Plumbarum. Interessant. Für dich, nicht für ihn. Ja. Was tut der umgekehrte Plumbumbarum für dich selber? Steigert meine Attacke um 10 und meine Inni um 10 für 5 Kampfrunden. Okay, bisschen Overkill, beschreibt die Szene.